I'm on the move. Komm, gehst du zurück? Geh in Position. Genau. Du bist vor. Hier drüben ist was. Ah ja, Insektoiden. Na, wird Zeit, dass ich die besseren Pistolen kriege. 53 und 53. Komm, mach den, dann ist er weg. Sehr gut. Genau, geh du mal da lang. Sie sehen. Nein, noch nicht. Aber mach mal Feldposten. Wenn der jetzt nämlich. Ach, schade. Noch nicht im Sichtbereich. Oh! Okay. Ja, dann roll mal. Scharfschützengewehr und 58%, das ist nice. Pifti pafti pum. Sehr schön. Du machst mal einen Run and Gun. Feuerposition. Verstanden, los geht's. Holst du den geilen Scheiß? Ich hab die Ware. Das ist gut. Und jetzt gehst du in Feldposten. Du gehst hier rüber. Position bestätigt. Gehst auch in Feldposten. Gut. Dann ich jetzt die zwei Cash bekommen. Na, die zwei Cash bekommen nett. Schade. Lad du mal nach. Du bleib doch, du bleibst hier auf Feldposten. Du. Dann mal hin spurten. Naja, okay, okay. Spurte. Ach, okay. Hat's wieder nicht gerafft. Meinetwegen. Gut, Feldposten. Haben die zwei Spaßvögel jetzt? Nee, kommen sie nicht. Bleibst auf Feldposten, du kommst mal hier vor. Clear. Mach nix. Du bleibst. Du lässt nach. Du gehst auf Feldposten. Ja, die scannen mich. Die sollen mal langsam rauskommen hier, die Idioten. Gehen wir da rüber. Du gehst auf Feldposten. Du kommst hier vor. Komm, das war jetzt aber so viel Krach, dass er das echt mal untersuchen muss hier. I think I heard something. Wenn sie jetzt nicht rauskommen, dann. What was that sound? Autsch. Na gut, okay, ihr wollt nicht rauskommen. Schuss ist blockiert. Was? Geht die Wand überhaupt kaputt? Ne, ich glaube, die Wand geht nicht kaputt. Ach, probieren wir es mal. Wenn es halt nicht kaputt geht. 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Was passiert sonst? Schießt er woanders hin? Oh, doch, die Wand geht kaputt. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Gut. Die Wand geht kaputt. Und die saßen direkt hinten dran. Ja. Fein. So lobe ich mir das doch.
Mhm. Sergeant und Sergeant. Ja, fein, fein. Schredderrakete. Feuer eine Rakete durch die alle Getroffenen. Gegner die nächsten 4 Runden aus allen Quellen plus 33% Schaden mehr erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Oder Deckungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Die Treffsicherheit des Gegners verringert sich zudem um 30%. Niederhalten. Nee, dann nehme ich lieber die Schredderrakete, denn später, wenn die dickeren Gegner kommen, kann ich die Schredderrakete schießen und die anderen können dann mehr Schaden machen an den großen Gegnern. Das ist mir doch lieber, auch wenn die Rakete dann etwas weniger macht. Gut, und... Ah, mein Sturm. Hier, blitzschnelle Reflexe. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Ups, Entschuldigung. Ein kleines Bäuerchen. Muss auch mal sein. Nah und persönlich. Der erste Standardschuss im Umkreis von 4 Feldern um das Ziel kostet keinen Zug. Nicht mit Sturm und Schuss kombinierbar. Ach, ja gut, das ist so ganz nah. Wenn der Gegner ganz nah ist, kostet es mich kein Dings drauf zu schießen. Aber nein, dann werde ich, wenn ich aus der Deckung stürme vom ersten Reflexschuss nicht getroffen, das ist immer gut. Kann ich mir nicht sehr sauber aus der Deckung bewegen, wenn ich das mit ihm als erstes mache. Und die anderen, die sich danach bewegen, werden nicht mehr angeschossen. Das ist so... Ich habe einen Lebenspunkt verloren oder zwei und bin direkt nach 4 Tage verwundet. Ey. Das haben wir gesammelt. Ja, okay, gut. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Das ist schön. Wie haben wir denn Panik? Kanada, Russland, Frankreich. Kanada müssen wir demnächst was statten. Russland und Frankreich müssen wir auch. Okay, gut. Also halt. Immer wenn wir zurückkommen, speichern wir erst. Damit wir nicht alles neu machen müssen dann. Beziehungsweise, dass wir nicht die ganze Mission wieder machen müssen. Waffenfragmente. Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Waffenfragmente. Scope zur Herstellung verfügbar. Projekt Scope Upgrade in der Gießerei verfügbar. Streng geheim. Die Waffenfragmente haben uns zwar nur einen winzigen Einblick in die Systeme ermöglicht, aus denen sie stammen, doch wir haben genug entdeckt, um unsere Befürchtungen bestätigt zu sehen, dass der Gegner eine Technologie besitzt, die der unseren weit überlegen ist. Doch es ermutigt mich zu sehen, welche gewaltige Fortschritte das Forschungsteam bei der Untersuchung der beschädigten Schaltkreise und Elektronikteile macht. Und diese Anstrengungen wurden bereits mit einem ersten Erfolg belohnt. Das neue integrierte Zielmodul für unsere Waffen ist stark vom entsprechenden System der Aliens beeinflusst. Puh, also ein Zielfernrohr nur entwickeln zu können, weil Aliens auf der Erde landen. Ja. Ich meine, man hat ja vorher noch nie ein Zielfernrohr auf der Erde gehabt. Aber der erste Satz. Blablabla, ein Schachtels-Bandwurmsatz. Kein Schachtelsatz, ein Bandwurmsatz. Allererster Güte. Bam! Scope. Dieses verbesserte Zielmodul lässt sich mit XCOMs aktiven HUD-System kombinieren und verbessert die Zielgenauigkeit der Soldaten enorm. Benutze die Option Baue, kaufe Gegenstände in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Jo. Das haben sie im zweiten Teil auch sehr viel geiler gemacht, dass man die Waffenergänzungen bzw. solche Dinge wie jetzt halt ein Scope und so direkt an der entsprechenden Waffe festmacht, und zwar an einer ganz speziellen Waffe. Was zwar dazu manchmal führt, dass man dann halt wenn man die Waffe wechselt, diese Erweiterung nicht mehr hat, was aber auch recht sinnvoll ist. Naja gut, man könnte sie wieder abmachen, aber die sind dann halt fest verbaut im zweiten Teil. Naja. Was das portable Zielmodul
Zielmodul namens Scope, S-C-O-P-E, könnte so aufgerüstet werden, dass es die empfindlichen Punkte eines Gegners hervorhebt. Das würde wahrscheinlich die Chance auf kritische Treffer signifikant erhöhen. Mhm. Jo. 9 Tage, 9 Tage, 8 Tage. Putzbogen Priorität kostet nur 4. Ja, das kann man aber. Ich kann eh gerade noch kein Ding bauen, also brauche ich auch keinen, also keinen Untersuchungsbereich bauen, also brauche ich auch noch nicht unbedingt den Pulsbogen. Strahlwaffen. Das wären im Prinzip Laserwaffen. Das würde mir mehr bringen. Unsere Erforschung der Alien-Fragmentwaffe führte zu der Idee einer tragbaren Laserwaffe. Unsere ersten Prototypen waren ermutigend, aber wir haben immer noch mit dem Problem der Hitzeableitung zu kämpfen. Naja, fang mal an. Gut. Ja. Dann, ja. Grabung abgeschlossen. Mhm. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, aber es ist schön. 80, sage ich doch, das ist schon ausgehoben. 20 und 20, ja. Was könnte ich denn bauen? Nee. 2 Kontrollzentren habe ich. Warte mal, wie viel habe ich denn? Keine Satelliten? Doch, 3 verfügbar. 4 von 5 im Orbit. Warum habe ich denn nur 3 verfügbar? Baue ich gerade keine. Hä? Und was für eine Anfrage von Asien? Sucherax. Ah, Abschluss möglich. Was kriege ich denn? 20 und Ingenieure 3. Okay. Machen wir mal. Aber warum habe ich denn keine Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Jo, habe ich denn keine Satelliten? Warum habe ich keine Satelliten gebaut? Bin ich blöd? Beziehungsweise, warum? Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe doch Einrichtung bauen. Ich habe doch 2 kontrollierten Kontrollzentren gebaut. Warum kann ich dann nur 5? Warum kann ich nur 5 Satelliten überwachen? 3 habe ich übrig, aber ich kann nur 5. Hm. Das ist. Halt, Moment. Ich wollte Einrichtung bauen. Ausheben. Ausheben. Was kostet mich das Kontrollzentrum? 20 Ingenieure, genau. Das war's. Das brauchte ich. Brauchte hierfür 20 Ingenieure. Zurück. Gut. Aber Ratsbericht kriege ich gleich. Dann kriege ich, glaube ich, auch neue Ingenieure. Genau. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Ja. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Juhu. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Gut, das ist geil. Dann können wir das Ding nämlich gleich bauen können. Kanada, Russland und X. Eieiei, die noch einen Schluck auf. Voller Freude. Dann können wir nämlich Kanada, Russland und Frankreich der Mix schützen. Das ist gut, das braucht man nämlich. Weil die Panik steigt da gefährlich. So. Technikabteilung. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Gut. Das haben wir zum Glück auch noch nie gehört. Bau beginnen. Ja. Bam. Kann ich hier gleich noch eine bauen? 30 Ingenieure. Boah. Werkstatt, Gießerei, Kraftwerk, ah, hier unten, genau, hier kommt noch ein Dampfkraftwerk rein. Werkstatt, was kann ich hier bauen? Genlabor ist Labor. Stimmt, das habe ich noch gar nicht.
Ah, jetzt gucken wir aber erstmal noch in die Offiziersschule. Halt, falsch, hier, Offiziersschule. Das können wir uns leisten. Oh ja, Heilung. Ha. Ah, stimmt, ja, mehr Erfahrung haben wir schon. Willenskrafterhöhung, ah, es ist jetzt nicht so wild. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Willenskraft, ein mehr im Trupp. Ja, okay, das holen wir mal. Das ist ganz nett. Mhm, Major und Captain, Grundlagen. Achso, ja gut, wenn ich rekrutiere, das brauche ich ja gar nicht groß. Wie viel habe ich denn überhaupt? 11 von 13. Beziehungsweise 13, 11 und die 2 sind verwundet. Gut. So. Das dauert 14 Tage. Okay. Okay, das ist okay. Das. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Alles klar. Das passt. Baukauf Gegenstände. Nadelgranate. Achso, bin ich schon. Gasgranate. Blendgranate, Schnitterpatronen, Respiratorimplantat, Nanofaserweste, Scope. Mhm. Wie viel? Das auf Soldaten anzeigen. Was haben wir denn? Ah, stimmt, hier kann ich noch nichts sortieren. Das ist beim zweiten Teil auch bedeutend besser. Hier kann ich nicht nach Namen, Rang, Klasse und sonst was sortieren. 1, 2, 3, 4, 6. Ich habe 4 schwer? Boah. 2 Scharfschützen, 4 schwere, 2 Sturm und 2 Unterstützung. 4 schwere. Das ist. Achso, stimmt ja, da hatte ich ja einen Plan. Okay, Technikabteilung. Gegenstände. Ja, warum ich jetzt geguckt habe, wie viel Scopes ich baue, denn die schweren und meine, also meine Heavies und meine Scharfschützen bauen definitiv, kriegen definitiv hier Scopes. Bauen wir 6 Stück. Und Kaserne, Soldatchen anzeigen, schwer. Bewaffnung. Keine Splittergranate, sondern Scope. Und Eröffnung? Ne, hä? Was? So, ja. So. Ach Mist, stimmt, für die habe ich ja Schnitterpatronen gemacht, oder? Was machen die nochmal? Ach, Crit, ne? Ja. Ne, Scope. Scope. Aha, passt. Scope. Hä? Habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Bin ich echt so unfähig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Was? Hä? 1 schwer, 2 schwer.
Nummer 3. Nummer 4. Costa. 5. Ach, ja. Okay. Hier Scharfschütze nochmal was sehen. 5, 6, 7. Ja, okay. ja. Scope. Satelliten. Felixkanonen. Habe ich den jetzt schon gedingst? Hangar, Schussliste. Phoenix, doch, habe ich schon. Gut. Baukauf Gegenstände. Satelliten. Ach, Moment, warte mal. Wie, wenn ich die Einrichtung baue? Satellitenkontrollzentrum 2 plus Verbundbonus 1, also 3. Sprich, ich brauche mindestens noch ein. Einen kann ich. Plus 3. 3 habe ich, also einen muss ich noch mindestens bauen. Okay. Einen muss ich mindestens noch bauen. Plus dann das nächste. Bauen wir mal 4. Moment, nee, der hat dann 4. 5 müsste ich eigentlich bauen. Dafür reicht natürlich das Geld nicht. Na, okay, bauen wir ein. Ein Baumer. Sonst habe ich kein Geld mehr für andere Sachen. Und wir bauen eine Verteidigungsmatrix. Papp, 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 papp. Das müsste dann soweit alles passen. Speichern wir mal kurz, dass das nicht verloren geht. Und wunderbar. Gut. Strahlwaffen. Strahlwaffen, Forschungsprojekt abgeschlossen. Strahlwaffen. Laserpistole zur Herstellung verfügbar. Lasergewehr zur Herstellung verfügbar. Projekt verbesserte Pistole 2 in der Gießerei verfügbar. Ach stimmt, die Gießerei müssen wir auch noch. Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffen in den Griff bekommen und danach unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Achso, und sie weiter verbessert? Ja, okay. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototyp, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Ja, fein! Bam! Die Laserpistole ist das Ergebnis unserer Bemühungen, den Soldaten eine stärkere Pistole zu bieten, die im Gefecht nicht nachgeladen werden muss. Ach Mist, und ich habe vergessen, auf mein eBay zu gucken. Ach, Mist. Es hat noch mein Handy geklingelt, ich habe den Alarm geklingelt, habe extra noch ausgemacht, wollte es noch sagen, habe es vergessen. Ach. Naja, passiert. Annehmen. Blim. Verbesserte Pistole 2. Wir haben eine experimentelle kryogenische Behandlung für unsere existierenden Schusswaffenläufe getestet, die den Hitzestau bei Dauerfeuer reduzieren. Das sollte die Zielsicherheit unserer Soldaten mit einer Pistole verbessern. Wie erhöht es die Zielsicherheit, wenn der Lauf gekühlt wird? Ich meine, es ist keine Maschinenpistole. Also müsste man schon echt erheblich viel Munition durchballern, dass das überhaupt irgendwie eine Auswirkung hat. Und wenn einfache Pistolenschüsse schon so eine Hitzeleistung entwickeln, dass es beim zweiten, dritten Schuss auf die Zielgenauigkeit geht, dann war eh ein Problem. Lasergewehr. Das Lasersturmgewehr enthält unsere modernste optische Technologie und verbessert damit die Feuerkraft gegenüber dem konventionellen Modell X9 ganz beträchtlich. 8 Tage, 7, 3, naja, den brauchen wir, wie gesagt, noch nicht, wir können es eh noch nicht bauen. Präzisionslaser. Den machen wir mal. Technikabteilung. Die Gießerei, hier wollte ich hin. Scope Upgrade. 75, verbesserte Pistole 1,75. 150. Oh, Ah, Crit und Zielsicherheit. Okay, verbessertes Medkit. Oh. Ich
Fährerplatz. Ach, ein Schiff. Da, die unbemannte Drohne. Ne, machen wir mal Scope. Ja, gut. Gut. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Mhm, gut. Dann bauen wir mal... Laserpistolen. Wer hat alles Laserpistolen? Ich glaube alle außer den schweren, ne? Waffnung der Schwer hat, genau, der hat einen Raketenwerfer, Pistole, okay, alle. Also, wie viel Schwer? 1, 2, 3, 4 Schwere habe ich, das sind 13, 9, 9 Pistolen. Pop, 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 9 Laserpistolen, kann ich mir die leisten? Ja, kann ich, okay. 9 Laserpistolen. Bam. Lasergewehr trägt auf jeden Fall der Medi. Und der Sturm kann auch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Hä? Nee. Was? Sturm 1. Unterstützung. Sturm. Gewehre. Unterstützung. 5. Und nochmal ein Sturm sind 6. Okay. Das nervt mich, dass ich das nicht sortieren kann. So, Lasergewehr. Bauen wir. Wenn wir uns leisten können. Ich glaube nicht. Nee, können wir nicht. 3, okay. Dann bauen wir auf. Mhm. Das Klobber, ey. Ja. Sah jetzt auch gar nicht awkward aus. Bewaffnung. Laserpistole. Zack. Laserpistole. Lasergewehr. Sehr schön. Ach, das ist zärtliche Wams. Ach. Stimmt, der kriegt ja diesen Schredder-Laser, das hässliche, unglaublich dämliche Ding. Ne, habe ich dem jetzt? Ne, habe ich nicht. Okay. Gut. Zum Glück muss ich das auch nicht alles neu zuweisen, wenn er krank, wenn er verletzt wird. Speichern was, sonst müssen wir das alles neu machen. Wenn irgendwas ist, ihr wisst das Spiel. Also ihr kennt das Vorgehen. Jo. Konflikt entdeckt. Ja. Ups. Na, egal. Greife Feind an. Gut. Sind gleich in Schussweite. Gleich mal aus. Das ausweichen. Ah, okay, hätte ich das Ziel gar nicht mehr gebraucht. Und wir schicken uns einen Sky Ranger los. Nein. Wir müssen die anderen gucken, dass wir die anderen befördert kriegen. Scharfschütze. Unterstützung. Sturm. Schwer.
ja, gut, okay, schwer und... nehmen wir noch eine Unterstützung mit. Okay, hatten wir nicht noch einen Sturm? Na, ja doch. Dann nehme ich noch einen Scharfschützen mit. Ach komm, ich nehme noch einen Scharfschützen. Haben wir zwei Scharfschützen. Zwei Unterstützung, ein Schwert, das passt. Ist okay, wir müssen ja nicht immer einen Sturm mitnehmen.